Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir suchen hier gerade ein wenig nach Lehm auf dem Eis. Ist das Lehm oder ist das Erde? Ich weiß es nicht. Wir machen hier mal ein kleines Loch, wodurch wir dann nicht durchgucken können, aber zumindest mal eintauchen. Nee, ist leider bloß Erde, aber hier ist Lehm. Oh Gott, wir kommen nicht mehr raus. Wir kommen nicht mehr raus. Dann würde ich sagen, schwupps, 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 einfach hier. Oh Gott, ich glaube, da ist gerade wieder Eis drüber gewachsen, ne, in dem Moment. Das ist natürlich doof. Das nutzt, glaube ich, auch die Spitzhacke so ein bisschen ab. Aber wir müssen ja hier irgendwie auch reinkommen. So, Schaufel. Komm, gib mir den Lehm. Gib mir den Lehm. Ich brauche ihn. Ich brauche ihn dringend. Dringender, als das Meer es braucht. Okay. So, dich nehmen wir noch mit. Oh Gott, lass mich raus. Puh, ein Glück waren wir hier. Genau unterm Loch. Da hinten sehe ich noch etwas Lehm. Erstmal raus kurz. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz riskant dahin. Okay, das ist gar kein Lehm. Schnell zurück. Und auftauchen. Sehr gut. Okay, wie viel haben wir denn jetzt im Moment eigentlich? 64, 64, 64, 60. Das reicht ungefähr für 64 Steine. Ich würde auch gerne noch ein paar Blumentöpfe machen. Lehm, 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 wo bist du? Das ist hier alles Erde, glaube ich. Oder? Wir können ja mal kurz reingucken. Alles Erde. Alles Erde. Okay. Was haben wir da? Ein Schwein? Sag nicht, Schweine gab es auch hier so unmittelbar in unserer Umgebung. Tut mir leid, aber auf dem Eis ist nicht gut fliehen, habe ich gehört. Wollen wir mal hier unten einfach mal reingucken, wie es hier so aussieht mit Lehm. Dann brauchen wir, glaube ich, die Schaufel erstmal, um noch ein bisschen tiefer zu kommen. Oh, hier ist Lehm. Perfekt. Perfekt. Intuition hat zugeschlagen. Die männliche mal wieder. Die männliche Intuition ist unübertroffen. Hat die weibliche keine Chance gegen. Das ist einfach so. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht in diesem Moment zu viele weibliche Zuschauer. Und falls doch, es tut mir leid. Ich wollte das nicht so. Also, ich meinte es nicht so, wie ich es gesagt habe. Und an die Kerle da draußen. Doch, genau so. Exakt, genau so. Gut, erstmal weg. Ich will an den Lehm kommen, den ich hier abgebaut habe. Komm, 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 komm. Die Eisenspitzhacke hat es gleich hinter sich. Wer hätte gedacht, dass wir sie doch so oft brauchen würden? Fürs Lehm abbauen. Oh, hier ist eine Strömung. Na, von mir aus. Wenn es sein muss. Ey, lass mich an den Lehm. Ist dahinter noch Lehm? Nee, sieht nicht so aus. Gib mir. So, kurz mal raus und was essen. Nicht, dass wir hier immer mehr Schaden nehmen. Ja, okay. Ist das hier Lehm? Sieht fast so aus, ne? Es ist heller als die Erde. Und dunkler als der Sand. Von daher bauen wir hier ein neues Loch. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob das Lehm ist. Es hört sich nach Sand an. Shit. Schade. Schade, schade, schade. Aber das könnte doch jetzt Lehm sein, oder? Weil hier der Sand ist doch viel heller. So würde ich jetzt mal behaupten. Nein, es ist auch wieder bloß Sand. Dunkler Sand. Lehm, Lehm, Lehm. Wo bist du? Ich kann dich nicht finden. Warum nicht? Buddel mal hier ein tiefer, dann sind wir unter Wasser und können hier so ein bisschen lang stalken. Ist das da Lehm? Da hinten? Komm, komm raus jetzt hier. Tu nicht so, als wenn du nicht schwimmen kannst. Ich weiß ganz genau, dass du schwimmen kannst. Einfach mal rein hier. Lehm! Wunderbar, neues Lehmfeld gefunden. Das ist super. Und ich denke, nachdem wir das hier abgebaut haben, können wir auch einfach mal wieder zurückgehen, das zumindest schon mal in den Ofen schieben. Und dann, ja, ich weiß, dass wir jetzt Schaden nehmen. Einfach auftauchen kurz. Luft geholt. Weitergebuddelt. Wird dann jetzt. Hier entstehen immer mal wieder so kleine Strömungen dadurch, dass wir hier Blöcke rausnehmen. Ich weiß gar nicht, ob die hier zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob die dauerhaft sind. Oder ob das irgendwann wieder nachlässt. Ach ja, auftauchen. Ich vergaß. Diesmal habe ich nicht drauf geachtet. Wir gehen mal hier hoch und bauen. Nee, nein, nicht mit der Axt. So, einfach hier ein bisschen weg. Hört sich ja exakt so an wie Fensterscheiben.
Sieht ja auch ähnlich aus, ne? Okay, hier haben wir noch ein bisschen Lehm. Und auch dich nehmen wir noch. Jeder Lehmblock ist wichtig. Jeder einzelne von euch. So, gib mir. Gib mir Lehm. Okay. Okay. Wir gucken mal ganz kurz hier noch weiter, ob hier noch was ist. Einfach mal hier runter wieder. Nicht zu weit runter. Ich will ja auch noch was sehen. No, no. Oh, ist hier wieder eine Strömung oder was? Okay, ich denke, das reicht so. Wir gehen jetzt zu unserem Türmchen. Es wird nämlich auch wieder langsam Nacht. Laufen jetzt hier mal am Land entlang. Vielleicht sehen wir hier im Wasser noch das ein oder andere Lehmkörnchen. Wahrscheinlich nicht. Ist das hier was? Nope. Gut, dann schnell raus, bevor die ersten Monster spawnen. Schnell. Beeil dich. Beeil dich. Kannst ruhig ein bisschen laufen. Oh, wie geschickt ich dem Loch ausgewichen bin. Ein Traum. Hops. Und rein mit uns. Geh wieder zu. Fein. Wir schlafen. Nur damit keine Monster draußen spawnen. Und jetzt können wir unser gesamten Lehm einfach hier rein erstmal. Hier haben wir keine Kohle drin. Hier haben wir keine Kohle drin. Dann halbieren wir die einmal. Packen die hier rein und dich hier rein. Fängt es hier schon mal an zu brennen. Hier können wir schon mal Lehm reinpacken, auf jeden Fall. Und Kohle hatten wir hier noch ein bisschen, oder? Ich hatte doch, oh, nicht nur ein bisschen, sogar ein bisschen mehr. Dann können wir das ja mal so machen. Hier 15 rein. Sehr gut. Ach, ich mag das hier irgendwie. Ich mag das. Haben wir Steine dabei? Nur diese Steine. Ich würde gerne einmal hiervon was haben. Und dann bauen wir uns noch ein paar Öfen. Ganz schnell und geschwind. Und zwar vielleicht 3. Dann kann das alles wieder zurück in unsere Tasche. Den Ofen sollten wir auch auswählen dafür. Gut. Dann schwupps, schwupps und schwupps. Dann kommt hier überall noch ein bisschen Kohle rein. Das kann man relativ gleichmäßig aufteilen. Wir hätten natürlich auch gleich Lehm immer mit reinhauen können. Aber so schlau sind wir natürlich nicht. Beziehungsweise ich nicht. Ihr würdet das alles sicherlich viel besser können als ich. So, die paar Ziegelsteine reichen mir. Quatsch, die Werkbank steht ja jetzt hier gleich in der Ecke eingequetscht. Und daraus kann man doch jetzt so einen Blumentopf machen. Genau. Dann machen wir erstmal einen zum Testen. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Blume, wovon wir bestimmt hier keine mehr haben. Oh doch, wir haben eine. Eine gelbe. Na, wie süß. Wie süß. Sehr gut. Dann den können wir bestimmt nicht hier raufpacken, ne? Wie platziert man den eigentlich? So, okay, einfach so. Okay, ja, wo wollen wir den denn mal hinpacken? Wenn wir hier rauf geht, nicht. Geht hier rauf, auf die Lehne so. Hier so ein schöner Blumentopf hin. Hm. Auf jeden Fall funktioniert das auf den Öfen, habe ich mal gesehen. Das müsste klappen. Ja, das klappt. Aber da sieht es natürlich voll blöd aus. Ja, da wäre jetzt vielleicht, ja, wo stellt man Blumentöpfe rauf? Ich kenne sowas nicht. Auf Fensterbretter? Das funktioniert bestimmt auch nicht, ne? Nee, funktioniert nicht. Auf dem Bett? Dann schlafen wir. Du kannst nicht schlafen, genau. Hierauf? Dann benutzen wir die Truhe, stimmt. Wohin mit unserem Blumentopf? Das ist die große Frage. Schränke. Wie sieht's mit einem Schrank aus? Wo könnte der hin? Die Truhe kann da sowieso weg. Dann könnte hier so ein großes Regal hin oder ein Schrank oder so. Was da reinkommt, ich weiß es nicht. I don't know. Ich weiß sowieso nichts. Okay. Dann gucken wir mal, wie viel Ziegel mittlerweile zustande gekommen sind. Jetzt, wo wir hier so überlegt haben, dann können wir daraus schon sicherlich die ersten Ziegelsteine fertigen. Das ist ja dann schon mal ganz gut. So. Und so. Okay, haben wir ein paar bekommen. Das bedeutet auch, dass wir ein paar hiervon bekommen. So. 16 Ziegelsteine sind das immerhin. Wie gesagt, ich glaube, wir werden... Ich bezweifle, dass der Lehm schon ausreicht.
Aber wir können ja hiervon noch ein bisschen Lehm dazu packen. Hiervon. Vielleicht kriegen wir den ganzen Lehm schon rein. Dann sind wir ihn los. Doch, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Dann haben wir ein paar neue Steinchen. Hops. Ja, wo kommen wir am besten hoch? Über die Truhe. Über die Truhe. Natürlich. Wie auch sonst. So, dann bauen wir dieses Haus jetzt endlich mal weiter. Ich mach's mal auf diese Art und Weise. Es geht zwar langsam, aber immerhin sicher. Nö. Okay, ich habe gedacht, es würde auch funktionieren, wenn ich einfach gedrückt lasse und so weitergehe. Dem war nicht so. Wir müssen natürlich. Oh, das war's schon. Wieder. Aber diese Höhe reicht ja eigentlich, ne? Oder? Doch, diese Höhe reicht auf jeden Fall. Das heißt, unendlich viele brauchen wir nicht mehr. Aber natürlich ein paar schon noch. Ja, und ich will meinen Blumentopf jetzt irgendwo hin platzieren. Das Bett kann hier sowieso mal weg. Das muss irgendwie anders. Und die Truhe auch. Und die Öfen auch. Nur wo, weiß ich nicht. Wie sieht's denn aus, wenn wir die Truhe hier hinstellen? Hier vorne hin. Dann haben wir hier hinten erstmal unseren Platz. Dann einfach mal weg mit dir. Und das, was wir aufnehmen können, schnell aufnehmen. Truhe, Truhe, Truhe. Sehr gut. Dann platzieren wir dich erstmal hier hin. Dann kann schon all das Zeug, was wir jetzt nicht brauchen, hier mal rein. Damit wir schnellstmöglich das andere aufnehmen können. Einfach rein mit dir. So. Und der Schneeball von mir aus auch. Dann schnell das restliche Zeug hier möglichst aufnehmen. Reicht wahrscheinlich immer noch nicht. So, Inventar ist auf jeden Fall voll, aber das, da liegt bestimmt immer noch eine ganze Menge rum. So, deswegen schnellstmöglich rein damit. Hier noch was. So. Und jetzt den Rest sollten wir jetzt aber hinbekommen. Gut, dann haben wir alles aufgehoben. Hoffentlich nichts dadurch verloren. Die Smaragde sind noch da, das ist gut. Die Schienen sind noch da. Fichtensetzlinge. Düm, düm, düm. Und düm und düm. Okay. Okay. Wie viele Steinchen? Okay. Da kommen noch einige zustande. Das sieht nicht übel aus. Ich glaube, wir kriegen das Haus fertig damit. Sehr gut. Hoffe ich zumindest. Moment, hier können wir jetzt, glaube ich, auch noch gut hoch. Ja, das funktioniert gut, aber wir müssen erstmal natürlich Ziegel machen. Zum Glück kommen wir von da auch wieder ran. Ich mache jetzt einfach mal so. Und einfach mal so. Was nicht so richtig gut geklappt hat, aber naja, egal. So hat es immerhin einigermaßen geklappt. Kommst du wieder her? So, und hoch mit uns. Und die Ziegelsteine auswählen. Und dann kriegen wir das, glaube ich, echt gut hin. Also die werden wahrscheinlich jetzt noch nicht reichen, die wir jetzt haben. Aber sie werden sicherlich für einen weiteren großen Teil reichen. Wie viel haben wir davon noch? 8 im Moment. Okay. Das Gute ist, hier kriegen wir das hier rauf so? Ja. Gut. Gut, gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Part einfach mal schon an dieser Stelle und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann kriegen wir das Haus hier hoffentlich fertig. Also ich mag das. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das mögt. Mir gefällt das richtig gut. Immer mehr. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich warte jetzt kurz, bis das hier alles zu Ende gebrannt ist. Und dann fange ich den nächsten Part an. Bis dahin und tschüss.